Also ich meine, dass heute in der Ratssitzung wirklich historisch bedeutsame Beschlüsse für Papenburg gefasst wurden. Jedenfalls was die gewerblich-industrielle Entwicklung im Hafenbereich unserer Stadt betrifft. Es ist einmal ja der Flächennutzungsplan so festgestellt worden und auch ein entsprechender Bebauungsplan beschlossen worden. Letztendlich auch mit guten Mehrheiten in dem Bereich. Und damit herrscht jetzt endgültig auch Planungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger in Bokel. Also wenn das Planungsrecht jetzt geschaffen ist, werden wir noch intensiver, als wir das bisher getan haben, mit den Grundstückseigentümern in Verhandlungen treten können, überhaupt erst in der Intensität, weil ja bislang noch nicht die endgültige Sicherheit auch planungsrechtlich vorlag, dass es tatsächlich ein Hafen- und Industriegebiet werden soll, wie eben heute beschlossen wurde. Und da die Verhandlungen, die Grundstücksverhandlungen in der Tat etwas festgefahren erscheinen, würde ich mich auch dem Gedanken anschließen können, dass man versucht, eine möglichst objektive, neutrale Instanz zu gewinnen, ob man das jetzt Mediator oder Vermittler nennt oder wie auch immer, um die Seiten da zueinander zu führen, weil wir teilweise von unseren Vorstellungen her und von den Preisvorstellungen her doch sehr, sehr weit auseinander liegen. Wir sind jetzt noch so unmittelbar nach der Ratssitzung, dass der Stein noch gar nicht vom Herzen so richtig runterplumpsen konnte. Das realisiere ich wahrscheinlich erst jetzt in den nächsten Tagen, dass es wirklich geklappt hat auch an der Stelle. Aber ich sag mal, die Erleichterung ist schon sehr, sehr groß, dass dieses große, wegweisende Zukunftsprojekt jetzt endgültig auf den Weg gebracht wurde.